Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder das Video von mir schaut. Es geht heute um Blutdruck, um Hochdruck, Blutdruckmessung und Entwicklung des Blutdrucks über das Lebensalter. Das ist natürlich ein Thema eigentlich für alte Leute, junge Leute haben das nicht. Aber ich habe da ja, zwei Erkenntnisse gewonnen, die ich einfach mal mitteilen will. Das eine ist, dass der Blutdruck ganz normal über das Lebensalter steigt. Ein 30-Jähriger hat 130, dann bis 40 auch noch. Das ist so normal, wenn man ihn messen würde. Ein 50-Jähriger, der geht dann schon auf 135 hoch. Wenn er 60 erreicht, hat er schon 143 und zwischen 60 und 70 hat er schon 150 Blutdruck. Relativ normal, wenn er normalgewichtig ist. Das habe ich gefunden auf einer Seite Gesundheitsberichterstattung, GBE-Bund, die machen dann so Untersuchungen. Ich meine, da liegt ja natürlich irre viel vor. Ich will damit nicht sagen, dass 150 normal ist, sondern es ist natürlich zu hoch. Aber es stellt sich mit dem Lebensalter einfach ein, dass es etwas höher ist. Und dann musste halt scheinbar ab einem gewissen Alter Medikamente dann nehmen, obwohl du eigentlich ganz normal bist, um länger zu leben und nicht irgendwelche Probleme zu bekommen. Es gibt aber Einflussfaktoren, natürlich. Also das eine ist das Übergewicht. Das Gewicht ist relativ linear. Jedes Kilo, was du schwerer bist oder leichter, geht der Blutdruck hoch oder runter. Und zwar der obere Wert, der sogenannte systolische Wert. Das zweite ist Kochsalz. Da kann ich nicht viel zu sagen, weil ich das einfach schwer. Da habe ich noch nicht wirklich Versuche gemacht, das wegzulassen. Das ist also wirklich schwer. Alkohol ist für mich kein Thema. Bewegungsmangel an und für sich auch nicht. Ich bewege mich intensiv. Stress und Kalizufuhr. Stress habe ich eigentlich nicht so sehr. Kalizufuhr stresse mich vielleicht ein bisschen selber. Ja, aber Kalizufuhr kann ich auch nichts dazu sagen. Kochsalz, das wird sicherlich das nächste sein, was ich untersuche, das mal wegzulassen oder zu reduzieren, aber das ist schon schwierig. Gut. Die zweite Erkenntnis, die ich machen wollte, ist, ich messe ja meinen Blutdruck morgens, habe ich so ein Gerät und da darf man sich nicht verrückt machen lassen. Also ich trinke morgens eine Tasse Kaffee, schon mal falsch, um dann, was ich 20 Minuten später meine Morgenroutine sozusagen zu machen, wenn ich aufgestanden bin, mein Gewicht, mein Blutdruck messen, ein kleines Sportprogramm, Tagesplanung und so weiter. Aber wenn ich jetzt den Blutdruck messe, dann habe ich festgestellt, wenn ich ihn einmal messe, dann ist der Wert relativ hoch. Die zweite Messung, die kurz danach, und drücke dann nochmal und ich danach mache, ist immer eigentlich fast wesentlich tiefer. Und jetzt habe ich etwas gefunden, tatsächlich im Internet, ich klicke auch auf dieser Seite, dass die zweite Messung doch bitte zu verwenden ist. Die erste Messung, da ist man vielleicht noch aufgeregt oder der Arm muss erstmal ein bisschen vor zusammengedrückt werden und dann bei der zweiten Messung wird das vielleicht besser erfasst. Jedenfalls ist es der zweite Wert und das habe ich vorher noch nicht so vermittelt bekommen. Ich weiß auch nicht, ob das bei der Gebrauchsanweisung der Geräte mit dabei ist. Also ihr müsst zweimal messen und der zweite Wert ist eher der, den ihr jetzt wirklich habt und den auch ein Arzt messen würde, wenn du in der Praxis bist. Ich habe sogar mein Gerät mal mitgenommen und mit meiner Ärztin und da sind wir auch dahin gekommen, dass er sagt, ja, nehmen Sie mal den zweiten Wert, der wäre dem näher, was sie auch misst, wenn sie mich misst. So, das waren die beiden Sachen. Ja.